Hallo und willkommen zum neuen Video hier bei den Gaming-Pilzen. Wir haben ewig kein Klankriegs-Video mehr gemacht. Und genau das möchte ich heute mal wieder machen. Also ich bin Nick King. Für die, die es noch nicht wissen oder für die, die es jetzt gerade nicht erkannt haben, wir sind ja zu mehreren auf diesem Kanal hier. Heute wollen wir wieder ein Klankriegs-Video machen. Momentan sieht es leider nicht so gut im Klankrieg aus. Okay, gut, das hier war wegen dem Hacker. Gerade in unserem Clan, der alle gekickt hat. Der Hacker, der mein Account gehackt hat, da waren natürlich alle draußen aus dem Clan, konnte man natürlich nichts machen. Hat natürlich dann auch niemand angegriffen, ist ja klar, wenn niemand im Clan ist. Der Hacker hat scheinbar auch nicht angegriffen. Dann haben wir jetzt hier, eigentlich wollte ich das zu dem Krieg vor 6 Tagen gegen Draid zeigen, da waren sehr schöne Angriffe dabei. Aber dann zeigen wir den jetzt einfach von Tame Pass ein paar Angriffe. Gegen Time Pass. Ja, leider knapp verloren. Das hat sich alles in der... Ich kann euch mal sagen, in der letzten halben Stunde stand es 22 zu 14 für die Gegner. Der Rest ist alles in der letzten halben Stunde passiert. Sowohl bei uns als auch bei den Gegnern haben wir uns nochmal richtig gebettelt. Aber jetzt wollen wir auch mal ein paar Angriffe sehen. So, jetzt sind wir hier schon im ersten Angriff. Ich cutte mal dazwischen, damit ihr nicht schon die Sternzahl sehen könnt. Ich möchte euch nicht spoilern, aber ihr seht schon mal hier, er hat so einen Next-Karren. Das ist natürlich nice. Auch eine schöne Taktik auf jeden Fall. Er geht hier auch ordentlich rein mit dem Mauervernichter. Da braucht er gar keinen Sprung mehr und eigentlich auch nicht so viel Erdbeben. Aber ist ja eigentlich egal. Wir wissen ja jetzt nicht, was passieren wird. Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal die Clanburg raus, ein Drache und so. Aber das ist eigentlich für Caso Games kein Problem, wie man sieht. Gut, der ist jetzt kaputt, der Mauervernichter. Da kommt Schweinereiter raus. Und jetzt setzt er hier die Erdbeben hin. Da hat er nochmal hier die Mauern weg. Da kann er ja sozusagen die Mitte aushüllen. Und genau das machen die Valkyren jetzt auch schon sehr schön. Hat er sehr Glück gehabt, das haben die sehr schön gemacht. Die Valkyren. Natürlich noch mit Wut in der Mitte gepusht, das Ganze. Momentan sieht es nach einem guten 2-Sterne-Angriff aus. Beide Helden noch zündbar. Okay, jetzt nur noch der Barbarenkönig zündbar. Aber wir haben ja hier auch noch ein paar Päcker. Okay, der eine ist schon auf Rot, die anderen nicht. Dann hat er hier noch ein paar Bogenschützen für die Außengebäude. Hier außen ist nichts mehr, okay. Auch gut. Okay, es sieht sehr knapp aus, muss ich sagen. Also, ich habe da bei dem Angriff live zugesehen und ich habe mir so gedacht, okay, es sind immerhin 2 Sterne, ob es für 3 reicht, weiß ich noch nicht. Momentan sah es für mich eigentlich noch aus, ja gut, die 3 Päcker gegen 2 Verteidigungsgebäude sollte eigentlich relativ leicht sein. Das Problem ist nur, gehen die denn auch auf diese Verteidigungsgebäude? Ach nein, hier haben wir noch eins. Der kann ja auch die Päcker angreifen. Okay, die Bogenschützenkönigin ist jetzt auch weg. Ich habe echt mir gedacht, boah, das wird ja richtig knapp. Der Bogenturm ist weg und jetzt habe ich mir gedacht, gut, das werden 3 Sterne, weil Zeit hatte er noch genug gehabt. Ich glaube, er hatte noch 40 Sekunden oder so Zeit gehabt im Echtkampf. Weißt du, wisst ihr, was ich cool fände? Wenn hier oben auch die Zeitstände, die er im Angriff so gehabt hätte, also ganz oben, wo die Zeit steht, beim echten Kampf, wie lange er mal noch Zeit hat, wenn das auch bei der Wiederholung stand, wie aufgenommen sozusagen, dass ihr sehen könnt, wie lange der noch Zeit gehabt hätte. Also ich fände das nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall gehen wir zum nächsten Angriff. So, jetzt haben wir hier einen Angriff von mir. Mal schauen, ob ich es genauso genial angegriffen habe wie Caso Games. Also ich habe eine ähnliche Taktik genommen, nur dass ich keinen Karren hatte leider und der Sprung ein bisschen scheiße gesetzt war, weil man sieht hier, die Sachen springen hier gar nicht drüber, der Sprung war scheiße gesetzt von mir, das gebe ich zu, weil die hier jetzt noch erstmal die Mauer zermetzeln müssen, was eigentlich blöd ist. Ja, den Drachen kriege ich aber auch da und der Drache ist für mich eigentlich auch kein Problem. Warum sollte er auch für mich ein Problem sein? Der Drache ist kein Problem, Kind. Nein. Ja, erstmal die Valkyren geheilt. Easy, aber... Das würde ich eigentlich auch immer machen. Also wenn ihr die Taktik nehmt, nehmt eine Heil mit, weil die Valkyren sind eigentlich schon relativ schnell auf Rot und kaputt. Die haben viele Trefferpunkte, aber auch nicht so viele. Also, Wut lohnt sich bei denen natürlich auch.
Aber ich würde auch immer ein paar Heilen mitnehmen. Nur so als Tipp, ne? Und ihr seht schon, bei mir sieht es nicht so gut aus wie Gaso Games. Hier lebt noch viel Verteidigung. Aber man muss sagen, ich hatte auch keinen Mauervernichter mit. Leider. Leider, aber was soll man machen, wenn keiner einen spendet? Ja, genau das ist das Problem an der Sache. Wir brauchen mehr Leute, die Mauervernichter haben im Clan. Also falls ihr, die das Video hier schauen, nicht im Clan seid und ihr habt Mauervernichter, joint in dem Clan. Ihr seht ihn ja oben bei mir. Also es würde uns sehr freuen, wenn wir mal ein paar mehr Leute mit Mauervernichter haben würden. Das würde unseren Clan sehr weit voranbringen im Clankrieg, glaube ich. Vor allem in der Liga. In der Liga waren wir sogar eigentlich besser als in den normalen letzten Clankriegen. Um einiges besser. Wir wären fast aufgestiegen. Und wenn dann da so noch so zwei andere Pro-Clans sind, da haben wir auch keine Chance mehr. Aber wir werden nächste Liga aufsteigen. Ich hab das Gefühl, dass wir aufsteigen. Noch wenn wir momentan ein paar Mitglieder verloren haben. Also der Skiller HD ist gegangen, aber der wird sowieso zurückkommen, das weiß ich jetzt schon. Ansonsten sind noch so ein paar andere gegangen, aber die waren eh nicht lange drin, also von daher, das stört uns jetzt nicht. Wir haben auch Mitglieder Plus gemacht, kann ich auch so sagen. Also wir haben auch neue dazu bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass wir nur Leute verloren haben. Nur, dass der Skiller HD jetzt zurzeit weg ist, ist halt ein bisschen schade. Aber der wird ja zurückkommen, also von daher. Ja, okay, dann wurden das jetzt hier 2 Sterne leider nur und wir gehen zum nächsten Angriff direkt. Von jedem Spieler nur so ein Angriff, also jetzt haben wir einen von Yusuf, weil wenn ich von noch manchen 2 Angriffe zeige, dann kommen manche gar nicht dran, weil so lang wird das Video nicht. Also es reicht jetzt, wenn ich von jedem Spieler, also von Kasu Games hätten wir noch einen zweiten, von mir hätten wir auch noch einen zweiten Angriff zu zeigen. Aber mache ich jetzt nicht, reicht, wenn wir erstmal einen haben. Okay, er wird doch jetzt die Mauer aufspringen, das kann ich mir denken, wenn er hier 4 Beben hat. So, erstmal, nicht. Oh nein, er hat sogar noch Mauerbrecher. Warum hat man Mauerbrecher und Beben dabei? Er hätte doch hier die 2 Mauern hier, die Reihe, direkt wegspringen können mit den Beben. Oder will er die jetzt hier hinten noch aufspringen? Nein, er springt die genau hier auf. Er sind die eigentlich egal. Er kann es ja auch so machen. Wobei, so kann er noch hier in die beiden Felder gehen. Also, ein bisschen was hat's schon gebracht, aber. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich habe ewig keine Mauerbrecher mehr benutzt. Okay, aber der Angriff sieht schon mal relativ gut aus. Er hat die Mitte auch ausgehöhlt. So wie. Na, aber bei Kaso Games sah schon richtig krass aus. Er hat die wirklich ausgehöhlt, die Mitte. So wie man Kürbis im Real Life aushüllt, so hüllt man eine Base im Clash of Clans aus. Also das geht mit Valkyrie halt mega leicht. Du gehst in die Mitte und dann hüllst du hier die ganze Base innen aus und zum Schluss kommt das hier außen. Auf jeden Fall, ja, die Helden sind auch schön, weil das ist natürlich gut. Ja, aber ob es für 3 Sterne reicht, das weiß ich nicht. Also da bei dem Angriff habe ich, weiß ich nicht, ob ich da live zugeschaut habe. Erinnere ich mich nicht mehr. Kann sein. Aber ich glaube, ich habe sogar eventuell, wenn es sein, er hat zweimal angegriffen. Bestimmt hat er zweimal angegriffen. Wenn es sein zweiter Angriff war, dann habe ich da live zugesehen. Wenn es sein erster war, dann habe ich da nicht live zugesehen. Da kann ich mich jetzt gerade nicht so dran erinnern. Ich zeig euch dann noch mal. Am Ende so, wie das so am Ende aussah, weil wir da ja, weil das halt so krass aussah wie. Ah, mir fehlen immer die Worte, warum? Warum bin ich so scheiße gerade da drin? Worte zu finden. Ja, die haben ja alle in der letzten halben Stunde angegriffen, das kann man ja noch sehen in den Kriegsstatistiken oder so, wie auch immer das heißt. Das würde ich euch auch gerne noch gleich zeigen, wie schnell das ging, weil in der letzten halben Stunde kam halt wirklich die Hälfte der Angriffe des Krieges an die Gegner. Hätten es halt nicht gedacht, dass dann die Gegner so am Ende noch so reinlegen, so wie wir. Es war so unser Plan, so wir haben eigentlich fast alle am Ende angegriffen. Und so, wir haben die dann kurzzeitig sogar noch eingeholt. Also am Anfang stand es ja vor der letzten, ja, erst stand es noch so 14 zu 22 für die Gegner. Da haben wir in der letzten halben Stunde richtig aufgeholt, dass wir dann nochmal geführt haben, aber dann haben die Gegner auch wieder reingelegt. Das war ein bisschen schade. Ich dachte, den Clankrieg würden wir gewinnen. Aber vielleicht gewinnen wir den jetzigen, der gerade am Laufen ist. Ja, den kann ich euch eigentlich auch noch zeigen. Da führen wir jedenfalls gerade. Okay.
Da war leider die Zeit zu Ende. Das hätte er bestimmt geschafft, wenn die Zeit nicht zu Ende gewesen wäre. Okay, zum nächsten Angriff. So, ich würde sagen, noch einen niedrigeren Angriff von meinem zweiten Account, Baum die Pilz. Da war ich auch richtig stolz auf mich. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich hier mit der Taktik hier 3 Sterne holen würde, weil hier sehr zwei starke Luftabwehren sind. Aber ich habe es trotzdem versucht, weil kein anderer mehr da war. Ich bin, war dann, okay, das sollte ich eher am Ende sagen, sonst spoiler ich noch. Auf jeden Fall können sich jetzt schon eh einige denken, dass der Angriff eigentlich relativ gut gelaufen ist. Auf jeden Fall die Ballons direkt zur Luftabwehr, das war natürlich episch von denen. Also die Ballons, die waren diesmal so schlau, wie Clash of Clans Truppen eigentlich nie schlau sind. Die sind eigentlich nicht sehr schlau, aber diese Ballons, die haben studiert. Da war ich mir ziemlich sicher. Weil die haben einfach studiert. Wie können die nicht von hier, diesem Verteidigungsgebäude, nicht zu dieser Kanone so fliegen oder hier so quer rüber? Aber die fliegen auf die Luftabwehr. So wie sie es tun sollen. Die waren echt schlau, weil die Luftabwehr greift die ja an. Sonst sind die nie so schlau. Da war ich eher sogar dümmer, weil ich hier überall an der Ecke noch was hatte. Aber da der Rest relativ schnell war, also wie wir hier jetzt schon sehen können, habe ich 3 Sterne geholt und erwarteterweise hat noch so viel gelebt. Ich habe eigentlich voll meine Truppen verschwendet. Auf jeden Fall haben die sich dann sogar aufgeteilt, diese Truppen. Das waren alles Studenten, die haben alle studiert, die waren alle richtig schlau. Okay, ich glaube, das war's mit den Angriffen. Die werde ich jetzt zeigen. Ja, klar, hätte ich noch ein paar zeigen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine Part 2 wünschen. Aber ich glaube, dafür haben wir dann doch nicht mehr genug Angriffe. Also ihr seht jetzt hier. Hier war es nur noch 1 Minute. Ey lol, Kasogens hat beide Angriffe in der letzten Minute gemacht. Ey lol, die haben alle noch in der letzten Minute angegriffen. Die hier noch 2 Minuten, noch 4 Minuten, noch 5 Minuten, noch 6 Minuten, noch 8 Minuten. Hier steht ja, wie lange der Krieg noch gegangen ist. Hier fing es an mit der letzten halben Stunde. Da haben die Gegner angegriffen, dann haben wir ganz oft angegriffen, dann haben die Gegner wieder angegriffen, wir wieder. Alles in der letzten halben Stunde, das war so krass. Davor war kaum Action. Hier so ein bisschen. Mal hier so vor 20 Stunden, da waren halt alle noch wach. Haben wir ein bisschen reingelegt, aber. Na gut, gehen wir mal zu dem jetzigen Krieg, aktuellen Krieg. Also ihr seht, ich bin gerade auf meinem zweiten Account online, einfach weil ich gerade auf meinem zweiten Account online bin. Das hat eigentlich keinen bestimmten Grund. Aber hier hat sich ja so jemand ein Fähnchen gesetzt. Eigentlich können wir aus dem Krieg ja auch noch einen Angriff zeigen. Wartet mal kurz. Also ich will euch zeigen, wie stark Elektrodrachen sind. Ich habe von denen eigentlich nur in der Verteidigung ein bisschen was gehalten. Für mich waren die eigentlich nicht so stark. Dann greife ich einmal normal mit denen an wegen dem Ereignis und denke mir nur, Alter, die sind ja richtig krass. Ich habe so krasse Angriffe gemacht im Normal, mehr Spieler. Und habe mir gedacht, Alter, die sind ja richtig krass. Lass die mal im Clankrieg benutzen, vor allem wenn die jetzt gerade günstiger sind. Habe ich das gemacht? Und dann könnt ihr jetzt sehen, was dabei rausgekommen ist. Also ich habe noch einen Angriff hier. Der Krieg läuft ja noch nicht so lange. Alter, diese mit ihren Kettenblitzen sind schon richtig krass. Jetzt hier sehen wir hier den Kettenblitz. Bam, okay, ich war zu spät reingegangen. Egal. Machen wir wieder normale Geschwindigkeit, sonst oder zweifache sogar, weil sonst. Sonst brauchen wir jetzt so lange. Ich möchte nicht so lange brauchen. Das ist ja eh wieder ein Angriff von mir eigentlich. Zeige ich nicht so viele Angriffe von mir. Ich will ja, die anderen wollen ja auch, dass ich ihre Angriffe zeige. Ich bin ja auch nett. Zeig die dann. Also ihr seht, die Elektrodrachen sind richtig krass. Krasser als ich erwartet hätte. Okay. Dann ciao. Hatte vergessen, dass wir im zweiten Account sind. Sonst hätte ich euch jetzt meinen Kampflook gezeigt, wie krass, ich immer angegriffen habe mit Elektrodrache, aber da wir den jetzt nicht haben, also hier habe ich einmal knapp verloren, knapp keine 3 geholt mit E-Drache. Okay, mehr ist nicht mehr im Chat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Nein, ich lade das nicht heute Abend hoch. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, weil jetzt ist Samstag für mich. Und ich werde es am Sonntag hochladen. Also dann, ciao.